Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Eine Woche, in der es gerade gegen Ende dann nicht so richtig rosig auf dieser Welt war, denn es haben bestimmt alle mitgekriegt bezüglich Russland und der Ukraine und ich möchte da gar nicht so darauf eingehen, aber ja, ich finde es auch schwierig, so einfach darüber hinweg zu gehen, besonders weil es jetzt einfach diese Bücherwoche auch konkret betroffen hat und ich an dem Donnerstag kein Buch lesen konnte, kein Wort irgendwie zustande gebracht habe und ich wirklich dachte, ich brauche jetzt einen Wohlfühlort und dann einfach mit Harry Potter begonnen habe, also einfach Teil 1 angeguckt habe. Ja, so nennt man dann die Flucht aus der Realität. Ja, war nicht ganz einfach und ich weiß, es ist für alle das Internet, YouTube und auch Instagram ein Happy Place und das soll es auch sein, weil auch mir das natürlich hilft, in solchen Zeiten ein schönes YouTube-Video zu sehen oder ja, wenn ich denn dann auf Instagram unterwegs bin, auch zu sagen, ich sehe hier einfach mal was anderes, aber ganz unerwähnt lassen möchte ich es eben nicht, weil es schon einen Einschnitt auch einfach bei uns jetzt explizit irgendwie in Europa hat und es auch etwas ist, was für mich unvorstellbar war und ja, einfach mal gucken, wo das noch so hinführt, aber ich denke, damit können wir das Thema jetzt auch zur Seite schieben, aber ich möchte auch einfach, dass jeder weiß, er ist nicht allein, dass uns das, glaube ich, sehr viele Menschen von uns beschäftigt und jeder da einfach auch ein bisschen auf seine eigene mentale Gesundheit achten muss und sollte und sich wirklich eher mit schönen Dingen umgibt, als mit den Nachrichten, die dann den ganzen Tag im Live-Ticker laufen. Ich glaube, damit macht man sich irgendwie, ja, nur verrückt, aber ja, das war's auch schon damit. In dieser Woche gab es 2,5 Bücher. Ja, es ist ein abgebrochenes Buch dabei und dann dafür aber 2 Highlight-Bücher. Ich finde, das gleicht das Ganze dann auch ein bisschen aus. Die Bücher mit den Zeitstempeln findet ihr wie immer unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei, wenn euch ein Buch mehr interessiert. Ja, auch Instagram und so weiter ist unten verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Die Woche begann mit einer gemeinsamen Leserunde zu Der Salzpfad von Rainer Wynn. Ein Buch, was ich dann nach 40% abgebrochen habe. Gehört habe ich in der Woche die 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs. Und ja, ich habe das tatsächlich mir als Hörbuch geholt und dann auch gehört. Ja, mit knapp 700 Seiten war das definitiv eine gute Entscheidung. Und dann am Wochenende weggesuchtet habe ich Roxy von Jared und Neil Schusterman. Wie ich echt finde, ein wunderschönes Buch, zeige ich euch aber später genauer. Ja, und das sind dann auch schon die beiden Highlights der Woche. Und wir beginnen aber, ja, wie immer chronologisch mit dem ersten Buch der Woche, und zwar Der Salzpfad von Rainer Wynn. Ein Buch, das ich zusammen mit der lieben Miri und Caro gelesen habe. Und ja, es ja tatsächlich von vielen ein inspirierendes Highlight genannt wird. Und ich da wirklich auch große Hoffnungen hatte, dass es uns begeistern wird. Allerdings haben wir dann doch recht schnell gemerkt, irgendwie zieht uns nicht so richtig in die Geschichte. Ich glaube, nach 3 Leseabschnitten müsste es so grob gewesen sein. Ja, habe ich dann auch gedacht, ach, ich habe einfach keine Lust mehr. Und dann waren wir so knapp bei 40%. Und dann habe ich das Buch, und da ist natürlich dann Kindle Unlimited auch super praktisch, habe ich das Buch wieder zurückgegeben und ja, habe es dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Ja, auch ein Buch, das ich über Kindle Unlimited jetzt gelesen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, noch die erste Märzwoche, habe ich das Abo noch gehabt, habe ja auch ein bisschen was davon gelesen, aber ja, das nur so am Rande. Rainer Wynn erzählt uns einen Teil ihrer Lebensgeschichte, es ist also eine autobiografische Geschichte und sie erzählt uns von einer sehr düsteren Zeit in ihrem Leben, wo sie vor dem finanziellen Ruin stehen. Sie verlieren alles von ihrem Haus, ihr kleines Gespartes geht für Anwaltskosten drauf und auch die Einkommensmöglichkeiten wird ihnen genommen, weil sie eben ihr Haus, was eben auch irgendwie vermietet wird, eben aufgeben müssen. Sie sind da, ja, im Grunde haben fehlerhafte Investitionen gemacht aus Unwissenheit und stehen jetzt vor dem Nichts. Zudem wird ihr Mann Moth auch noch schwer krank und beide überlegen sich jetzt, was machen sie irgendwie mit ihrem Leben, wie kann es weitergehen, sie kommen auch erst irgendwie mal bei Freunden unter, stellen ihre wenigen Habseligkeiten auch irgendwo unter und denken sich dann, wir könnten doch mal den Rucksack packen und loswandern und den längsten Küstenweg Englands gehen. Das ist der South West Coast Path, der ist über 1000 Kilometer lang
Und sie stellen sich diese Herausforderung und wollen während des Wanderns eben überlegen, wie es mit ihrem Leben weitergehen kann, soll, wollen diese Zeit auch einfach nochmal irgendwie genießen. Trotz der Krankheit von Moth machen sie sich hier auf den Weg mit leichtem Gepäck, wollen in einem Zelt schlafen, wollen im Grunde möglichst wenig für Essen und Getränke ausgeben und laufen dann los, informieren auch noch irgendwie ihre Kinder und dann machen sie sich auf den Weg. Sie erzählen in der Geschichte von Begegnungen mit Menschen, von dem Leben in der Natur, auch ein bisschen rückblickend, wie sie zueinander fanden, zu den Kindern, aber wir sind doch sehr viel im Kopf von Rainer und auch in den Dialogen dann mit ihrem Mann. Also ich habe das Buch abgebrochen nach ca. 40%, weil ich es weder inspirierend noch positiv noch interessant fand. Zudem muss ich wirklich sagen, was mich sehr gestört hat, ist, dass wir nicht wissen, wie sie wirklich auf diese Idee des Wanderns gekommen sind, ob sie vorher schon laufaffin waren und wie ich, wenn ich einen schwerkranken Mann habe und selbst nicht mehr die Fitteste bin, auf die Idee komme, ich laufe jetzt einfach mal 1000 Kilometer. Zudem ist dieser Weg, und das sagt einem das Internet, ich habe mir noch einige Bilder angeschaut, dass es ein wahnsinnig herausfordernder Pfad ist, weil man hier sehr viele Gefälle eben zu den Flussmündungen hat und dann auch wieder Steigungen. Und wenn man das komplett, diese 1000 Kilometer nimmt, kommt man auf eine Gesamthöhe von über 35.000 Metern. Das ist über viermal so hoch, wie der Mount Everest ist. Also das ist nichts, was man, glaube ich, einfach mal so läuft. Man muss sich dem eigentlich schon sehr bewusst sein, wie viele Höhenmeter man immer wieder hochläuft. Natürlich nicht im Sinne, dass man den Sauerstoff benötigt, wie zum Beispiel bei Mount Everest, wenn man eben auf die 7.000, 8.000 Meter hochkommt. Das nicht, aber insgesamt habe ich ein wahnsinniges Gefälle und eine wahnsinnige Steigung und davon wird bis zu den 40% nie gesprochen. Also das ist wirklich was, was ich sehr vermisst habe. Infos zu diesem Trail, Infos zu den Herausforderungen und dass die einfach loslaufen und es ist gefühlt locker und leicht. Also ich hatte bis zu den 40% nicht das Gefühl, dass sie uns was erzählen zu diesem Pfad. Ich konnte tatsächlich die Entscheidung, da man vor dem Nichts steht und man einfach losläuft, ich konnte das so ein bisschen nachvollziehen. Also ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust, die geschlagen haben. Zum einen dachte ich mir, eigentlich sollte man sich jetzt um seine Zukunft kümmern, man braucht ein Dach über den Kopf, vielleicht auch eine Arbeit oder irgendwie eine Geldquelle oder man sollte sich darum kümmern. Gleichzeitig hat so ein anderes Herz in mir geschlagen und gesagt, ob ich darüber jetzt zu Hause in der Sozialwohnung nachdenke oder 3 Monate wandere, also egal wo ich die Zeit verbringe, und das konnte ich tatsächlich auf einer Seite ein bisschen nachvollziehen. Also ich konnte es verstehen, dass sie die Wanderung gemacht haben, dass sie gesagt haben, trotz unserer Sorgen, wir laufen jetzt einfach los, wir versuchen hier einfach unsere Lösung zu finden. Ich hätte mir ein bisschen mehr Erklärungen gewünscht. Also ich fand, dass das sehr oberflächlich erzählt wurde, auch die Reaktion der Kinder, die sehr unterschiedlich war, das war so kurz eingeflochten und dann denke ich mir, natürlich ist es die Geschichte der beiden, aber die Kinder werden doch auch irgendeine Rolle spielen. Also ich fand das ein bisschen wenig an Infos. Zudem eben auch, wie gesagt, fehlte mir, wie sie vorher zum Wandern standen, ob sie das gewöhnt waren, ob sie das öfter gemacht haben. Ein bisschen Erklärung, ein bisschen Futter hätte ich tatsächlich gut gefunden. Den Schreibstil fand ich sehr einfach. Ich fand ihn auch zu Teilen sehr wirr. Es waren viel Gedanken, es war wenig Weg und das kritisiere ich ja durchaus des Öfteren mal, dass ich natürlich auch was zu dem Weg lesen möchte. Und ich möchte wissen, wie sieht es da aus, wie ist der Weg, welche Möglichkeiten habe ich, was treffe ich. Und jetzt haben wir Begegnungen, wir haben auch manchmal so Gaststätten und sowas davon erfahren, aber mir war das persönlich viel zu wenig. Dann wirken die beiden, obwohl sie, glaube ich, ja erst Anfang 50 sind, viel, viel, viel älter. Also ich, wenn mir 50-Jährige in meinem Umkreis anschaue, ist kein Mensch so schwerfällig, ist so alt. Also selbst gefühlt meine Oma mit über 80 macht einen fitteren Eindruck wie die beiden. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jeder Mensch ist anders, jeder altert anders. Heute sind 60-Jährige anders als noch vor 30, 40 Jahren. Gar keine Frage. Ne? Aber man hat so das Gefühl, sie sind eigentlich eine Generation weiter. Und sie werden auch von außen immer als sehr altes Paar wahrgenommen, wo ich denke, mit 50 ist man ja keinesfalls alt.
Also das würde heute von uns keiner, also würde bei einem 50-Jährigen, der, ich sag jetzt mal, gesund ist und würde sagen, dass der alt ist. Na, wenn man krank ist, dann ist man auch mit 20, ist man alt. Na, aber, also versteht mich nicht falsch, aber das habe ich nicht so richtig nachvollziehen können. Und es gab für mich wahnsinnig viele Kopfschüttelmomente. Angefangen mit der Naivität, weiter mit diesen Schusseligkeiten, mit diesen Vergesslichkeiten. Das machte für mich die beiden auch nicht sehr sympathisch. Also, das fand ich sehr schwierig. Und mir hat es keinen Spaß gemacht. Und als ich dann wirklich nach diesen drei Abschnitten, ja, dann beschlossen sozusagen habe, ich mag nicht mehr. Miri hat auch dann abgebrochen. Caro wollte dann noch so quer zu Ende lesen, hatte aber dann eben auch zwischendrin immer mal eine Nachricht dagelassen, dass es eben nicht besser wurde. Also für mich weder inspirierend noch positiv, überhaupt kein Vergleich mit Harpe Kerkeling oder Elizabeth Gilbert, die ja Eat, Pray, Love geschrieben hat. Es muss natürlich auch nicht immer, also es wird wahrscheinlich schwierig sein, da irgendwie Bücher zu finden, die in diese Richtung geht, aber für mich kam das überhaupt nicht ran, also nicht mal ansatzweise. Ich war eher genervt und hätte nach diesem Buch überhaupt keine Lust mehr zu wandern, wenn ich das an mich heranlassen würde. Weil ich denke, na, wenn da nur solche Leute unterwegs sind oder ich dann als so jemand wahrgenommen werde, weil ich gerne wandere, dann mache ich das mal lieber nur noch für mich und sage das keinem mehr. Also leider überhaupt nicht meins. Ja, daher abgebrochen und überhaupt keine Empfehlung von mir. Dann kam aber zum Glück schon das Hörbuch parallel, und zwar von Walter Mörs, die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Ist mir in meiner letzten Rache ja über den Weg gelaufen, und dann dachte ich mir, nein, so lange lässt du dieses Buch jetzt nicht irgendwie auf dem Sub. Du holst dir Unterstützung vom Hörbuch, was auch gesprochen wird, ja, von Dirk Bach und von irgendeinem Schauspieler, der, glaube ich, die Stimme von Käpt'n Blaubär in der Sendung mit der Maus irgendwie ist. Ja, ich komme aber gerade nicht mehr drauf, wie er hieß. Ja, ich habe nebenbei im Buch geblättert, weil hier natürlich auch wunderschöne Illustrationen enthalten sind. Und so habe ich das ja auch bei beim anderen Buch gemacht, was ich gehört habe, bei der Stadt der lesenden Bücher, träumenden Bücher. Ja, der Stadt der träumenden Bücher. Da habe ich ja auch gehört und habe aber dann nebenbei auch so die Illustrationen mir so ein bisschen angeguckt. Dementsprechend, ja, das Buch bleibt definitiv im Regal. Ich blende euch jetzt aber auch einfach das Hörbuch ein. Das Buch ist von Ende der 90er und ist auch das erste Buch der Zamunien-Reihe. Ich habe es jetzt aber, glaube ich, als viertes oder drittes gelesen. Also das ist überhaupt kein Problem, weil es wirklich sehr freistehend ist, zum Beispiel zu den Geschichten von Mythenmetz. Also da muss man das tatsächlich gar nicht irgendwie in Zusammenhang bringen. Ich kenne Käpt'n Blaubär aus der Sendung mit der Maus, möchte aber hier vorneweg direkt ja, einbauen, dass das nichts mit dem Blaubeeren aus der Sendung zu tun hat, der hier was seinem Neffen und seinen Enkeln irgendwie erzählt und Seemannsgarn spinnt. Das ist hier definitiv ein anderer Blaubeer. Da musste man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, aber dann fand ich den Blaubeeren in dem Buch tatsächlich viel cooler als den in der Sendung mit der Maus. Ja, uns erzählt der Captain relativ früh, dass er eigentlich als Blaubeer 27 Leben hat, und da er uns aber hier nur die erste Hälfte seines Lebens erzählt, erklärt sich eben der Titel mit den 13 innerhalb Leben des Käpt'n Blaubärs. Er wird von Zwergpiraten aufgenommen und auch großgezogen, und erzählt uns dann eben von seiner Kindheit und auch von seiner Schulzeit, und dann beginnt er eben auch ja, sein weiteres Leben zu beschreiben, seine Reisen, wen er so getroffen hat, also zum Beispiel auch Klabauterwesen, die er trifft, wie er mal in einem Lebensabschnitt auch gemästet wird, und dann ist er irgendwann auch in der süßen Wüste, die einen Sand aus Zucker hat. Und in der wäre ich super gerne gewesen. Ich habe ja so eine Affinität zu Wüsten, finde ich ja auch immer super spannend und wäre ja auch gar nicht abgeneigt, mal einer der Wüsten auch irgendwie zu durchreisen. Ich würde jetzt nicht sagen zu durchlaufen, aber zu durchreisen. Und ich hatte sehr viel Spaß mit der süßen Wüste, die er uns hier beschreibt. Er erzählt uns eben in auch Kapiteln, welchen Begegnungen er hat, was er bereist, wen er trifft, was er erlebt und ob das alles so der Wahrheit entspricht. Ja, das bleibt uns Lesern, glaube ich, doch sehr häufig selbst überlassen, ob wir ihm alles glauben oder ja, doch manches ein bisschen anzweifeln. Es gibt auch Einschübe in den Büchern und auch im Hörbuch, wo wir eben dann auch auf ein Lexikon treffen, und das war dann immer so der Moment, wo ich auch zum Buch gegriffen habe, um dann auch einfach mal anzuschauen, was eben da so ein bisschen gezeichnet wurde oder zu erzählen war. Und das ja, fand ich auch richtig, richtig spannend. Das war von Dr. Nachtigall, und ich fand, das hat die Geschichte auch oft noch so ein bisschen aufgelockert und mal wieder so einen aus dem Hörtrott sozusagen herausgeholt. Man ist da sehr schnell in der Sogwirkung. Ja, es war ein Highlight.
Absolut und keine Frage. Ich liebe die Welt, die Walter Mörs erschaffen hat. Ich frage mich, wie ich jetzt im Grunde erst nach, jetzt muss ich rechnen, über 20 Jahren zu diesem Buch gefunden habe und bin da im Nachgang wirklich noch immer der lieben Becky dankbar, dass sie damals so geschwärmt hat von der Stadt der träumenden Bücher, nicht lesende Bücher, habe ich von lesenden Büchern gesagt? Nein, träumenden Büchern, dass ich jetzt wirklich sehr viel von Zamunien entdeckt habe. Und ich habe auch, glaube ich, noch zwei Bücher auf dem Sub. Hier unten stehen sie. Es ist eine wahnsinnige Welt, die hier kreiert wurde. Es hat super viel Spaß gemacht, zuzuhören, in Zamonien zu sein, mit dem Blaubeer unterwegs zu sein. Die Bilder, die im Kopf entstehen, es ist einfach großartig. Es sind skurrile Ideen, die einfach fantasievoll umgesetzt wurden. Also wirklich Wahnsinn, was Walter Mörs hier geschaffen hat, was er in seinem Kopf hat. Von den spannenden Lebewesen, die wirklich bildhaft dargestellt sind, die man sich vorstellen kann, die wirklich im inneren Auge, im Kopf wirklich wahnsinnig kreativ sind und auch wirklich ein Film abläuft. Das schafft Walter Mörs wirklich in Perfektion. Es ist eine innovative Welt, es ist eine ganz neue, andere Welt, die auch eine eigene Wissenschaft hat und auch andere Naturgesetzen folgt. Und das wird uns erzählt, übermittelt, rübergebracht und man ist da wirklich mit dabei. Man lernt diese Welt mit Captain Blaubeer kennen und man hat super, super viel Spaß. Denn es ist auch ein wahnsinnig toller Humor in dieser Geschichte. Es gibt sehr viele Wortwitze, ohne dass es zu abgedroschen wird, ohne zu klamaukig irgendwie zu werden oder komisch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, ich habe da wirklich gehört und gehört und gehört und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Und das ist dann auch wieder so ein Buch, wo man sich auch einfach hinsetzen kann und hören kann und gar nichts irgendwie nebenbei machen muss, sondern einfach nur es genießt. Ich habe natürlich nebenbei gestickt abends, gar keine Frage, oder auch den Haushalt gemacht oder mich morgens fertig gemacht. Aber das ist ein Buch, wo ich mich eben auch einfach zwischendurch einfach eine halbe Stunde hinsetzen kann, Kopfhörer rein, und dann genieße ich diese Geschichte. Wir erfahren, was ich auch sehr lustig fand, auch den Unterschied so ein bisschen von Lügen und Flunkern und erfahren dann eben auch, wie Flunkern funktioniert. Und das fand ich zum Beispiel auch wirklich hammermäßig rübergebracht. Groß, groß, großartig. Und ja, man braucht am Anfang wirklich einen Moment, bis man versteht, dass das ein anderer Blaubeer ist als der in der Sendung mit der Maus, was den keinesfalls irgendwie schlechter macht. Möchte ich gar nicht sagen, es ist nur definitiv anders und man muss sich den Blaubeeren durchaus eben auch ein bisschen anders vorstellen, als er eben so dieser alte, gediegene Captain ist, der hier so Seemannsgarn spinnt. Hier haben wir ja wirklich einen jungen, dynamischen Blaubeer, der uns durch diese Geschichte bringt, der uns durch diese Welt reißen lässt und auch einfach mitnimmt bei all seinen Begegnungen. Also wirklich ein Wahnsinns-Highlight, was mir unfassbar gut gefallen hat und was definitiv hier bleibt in meiner Sammlung und ich mich noch mehr freue, dass es demnächst dann hoffentlich auch irgendwie weitergeht. Und ich glaube, man wartet ja als Walter Mörs-Fan schon einige Jahre auf den dritten Band um Mythenmetz und der zweite liegt ja schon hier mit einem gemeinen Cliffhanger, so wie ich das gehört habe. Aber ich freue mich da definitiv, wenn es für mich mal wieder nach Zamunien geht. Und das dritte und letzte Buch der Woche ist dann Roxy von Jared und Neil Schusterman. Ist bei mir, ich glaube, am Freitag erst eingezogen. Ich habe es mir bei der Bücherbüchse in dieser Special Edition geholt, also mit diesem sehr, sehr gelungenen, coolen Buchschnitt. Ich bin immer noch zwiegespalten, ob ich Buchschnitte bunt oder Special irgendwie cool finde oder ob man das wirklich braucht. Und auch hier könnt ihr mir natürlich gerne eure Gedanken sagen, aber ich habe mir das bei der Bücherbüchse bestellt. Ich finde das deutsche Cover großartig. Das englische Cover ist sehr ähnlich oder das Originalcover, aber ich finde das deutsche irgendwie mit den Farben und ja, ich finde das mega gemacht. Also wirklich großes, großes Coverkino, gefällt mir unglaublich gut. Ich bin ein großer Fan von Neil Schusterman. Alles begann ja mit Size und es gibt ja auch noch ein anderes Buch, wo er zusammen mit seinem Sohn Jared schreibt, nämlich Dry. Auch das geht ja eher in die Jugenddystopie, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass es eben wieder was gibt von Neil und seinem Sohn Jared. Und das Buch war dann auch schon bei den Neuerscheinungen ganz weit vorn und ich habe mich echt sehr gefreut, als das dann letzte Woche bei mir eingezogen ist und es wurde dann am Wochenende wirklich weggeschlungen, denn auch hier, es ist ein Highlight, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und war etwas ganz, ganz anderes. Ja, wir treffen auf Isaac, einen jungen Mann, der ist ein normaler Schüler, fällt auch nicht irgendwie negativ auf, ist selten irgendwie in Problemen verwickelt, doch eines Tages gibt es eine Schlägerei mit dem Freund seiner Schwester und dabei verstaut
verstaucht er sich den Knöchel. Das hat natürlich so ein bisschen auch Nachwirkungen, nicht nur was die Schmerztherapie angeht, sondern auch seine sportliche Karriere an der Schule und Ähnlichem. Und dann muss er eben Schmerzmittel einnehmen und er wird da relativ schnell süchtig danach. Gleichzeitig treffen wir seine Schwester Ivy, die ADHS hat und sich sehr schlecht konzentrieren kann. Auch sie bekommt eben Medikamente, um sich zu konzentrieren und den Fokus zu belegen. Und relativ schnell merken wir, was in den Menschen eben so vorgeht, wenn so ein Suchtverhalten bei ihnen eintrifft. Neben den Menschen, den normalen Lebewesen, denen wir uns nachvollziehen können, treffen wir eben auch auf Drogen und Medikamente, die hier ähnlich wie Menschen eben zu Wort kommen. Wir treffen eben auf besagte Roxy, die uns eben auch ihre Familienmitglieder vorstellt, egal ob Cousins und Cousinen, ob Medikamente oder gar Drogen, welche Strukturen diese haben. Es gibt, glaube ich, vorne war auch irgendwie eine Grafik drin oder hinten, ich bin mir gerade gar nicht sicher, es könnte auch hinten gewesen sein, hinten, wo erklärt wird, wie eben die Struktur der Drogen und Medikamente so ist. Genau, es ist hier weiter unten und oder weiter hinten. Und da kann man das dann auch ganz wunderbar ablesen. Also wie so eine Art Stammbaum, welche Riege die Drogen irgendwie haben. Und das war hier so das Innovative und wirklich Spannende. Und dann trifft eben Isaac auf Roxy und es ist eine ganz besondere Liebesgeschichte, wenn man das so sagen kann. Stand das nicht auch irgendwie hier drauf? Ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz und wir erfahren hier Drogen Medikamente eben aus einer ganz anderen Perspektive. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, nicht nur für Jugendliche und daran, an diese Zielgruppe wendet sich dieses Buch definitiv, sondern ich glaube, wir können da alle noch etwas von lernen, wie Sucht funktioniert, wie schnell man auf Medikamente, auf Drogen, auf Nikotin, Alkohol süchtig werden kann, wie sich das zeigt, wie man das vielleicht selbst auch bei sich irgendwie entdecken kann. Und ich rede jetzt hier nicht von einer Buch- oder Lesesucht, das ist definitiv, also das müssen wir hier definitiv trennen. Ich fand das Thema großartig gewählt. Ich fand es wahnsinnig spannend umgesetzt. Alleine die Idee, dass wir hier Drogen, Medikamente haben, die vermenschlicht werden und die uns eben dadurch zeigen, wie sie funktionieren, was ihnen vielleicht auch irgendwie wichtig ist, insofern wir da in diesem Mikrokosmos wirklich Gedanken geben wollen. Ich meine, auch ein Virus, von dem wir ja jetzt alle lang genug etwas haben, auch der will ja nur überleben. Also all das, was er tut, macht er ja, um zu überleben. Und das ist, es ist eben auch ein Organismus, der sich weiterentwickelt, der Gründe hat, warum er auch mutiert zum Beispiel. Und das ist super faszinierend. Und das passt hier mit den Drogen und den Medikamenten auch wirklich perfekt. Wahnsinnig toll, Gedanken zu erleben, Freundschaften, Anfeindungen, was ist bei den Drogen und Medikamenten gut oder schlecht, das fand ich richtig, richtig toll, dass man diesen Dingen eine Stimme gegeben hat und sie wirklich menschlich darstellt. Also natürlich ist mir bewusst, dass das schon sehr abstrus ist, aber ich fand es wirklich innovativ, anders und super spannend. Und ich glaube, dass man das Thema eben dadurch wirklich sehr bildhaft darstellen kann und uns Menschen das eben auch wunderbar zeigen kann. Roxy als Medikament hat hier ein Gesicht bekommen und es wird eben dadurch sehr klar, wie Roxy und Isaac zueinander stehen, wie sie sich gegenseitig abhängig machen, weil natürlich auch Roxy etwas von dem Mensch haben möchte, dem sie sozusagen zugeführt wird. Das klingt gerade total strange, aber ihr versteht, wie ich das meine. Und wie eben Abhängigkeit funktioniert. Und ich fand es auch toll, dass eben nicht nur von Drogen die Rede war, weil ich glaube, vielen ist klar, dass Kokain und Heroin jetzt nicht unbedingt das Beste ist, aber dass hier eben auch wirklich von Medikamenten gesprochen wird, die ja erstmal per se etwas Positives bewirken im menschlichen Körper. Weitergehen dann wirklich auch mit Alkohol und Zigaretten. Auch da sind Süchte im Hintergrund, die, wie ich finde, sehr vereinfacht werden und auch verharmlost werden in unserer Gesellschaft und man da aber auch eigentlich mal dahinter blicken müsste. Das Buch ist für ein Jugendbuch sehr düster, es ist sehr beklemmend, es hat sehr ernste Themen, es ist dennoch sehr unterhaltend und ich fand es gleichzeitig sehr frisch und lebendig. Also man merkt hier wirklich, dass man nicht nur so mit der Keule draufhauen wollte oder gar dem erhobenen Zeigefinger, sondern dass man eine spannende Geschichte geschrieben hat, die natürlich so ein bisschen in die Science Fiction auch geht, aber gleichzeitig natürlich sehr nah an unserer Realität ist und wir einfach gezeigt bekommen, wie Abhängigkeit funktioniert, wie Jugendliche
Jugendliche damit umgehen, wie das Umfeld damit umgeht und wie das eben auch miteinander funktioniert. Und eben auch so diese Drogen-Medikamenten-Perspektive. Ich fand die wirklich wahnsinnig gut. Es gibt Plot-Twists, die ich nicht habe kommen sehen, die überraschend waren, die innovativ sind. Es ist wirklich wahnsinnig toll, was den beiden Schustermans da eingefallen ist, wie sie das umgesetzt haben, wie sie das geschrieben haben. Man erkennt, finde ich, nicht unbedingt, wer wann was wo schreibt. Ich kann auch nicht nachvollziehen, ob das hier bei beiden so funktioniert. Es gibt auch die Intermezzos zwischendrin, richtig, die ich auch richtig großartig fand. Die sind auch kursiv geschrieben. Also mir hat das Buch unfassbaren Spaß gemacht. Also auch wenn ich jetzt sage, bei einem Jugendbuch bin ich vielleicht 20 Jahre zu alt. Ich finde, dass Drogen, Medikamente, dass Sucht ein großes Thema ist und das hier wirklich wahnsinnig toll umgesetzt wurde und auch ich daraus noch etwas gelernt habe. Und insofern man was lernt, na, aus einem fiktionalen Buch, aber ich fand das richtig toll. Also mir hat das wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe das wirklich am Wochenende einfach weggelesen, weggesuchtet und hatte hier große, große Freude mit diesem sehr ernsten und düsteren Thema, was aber wirklich toll und wahnsinnig neuartig auch erzählt wurde. Also da haben die beiden Schustermans wirklich was Tolles geschaffen, etwas Tolles erzählt. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht und ja, kann ich wirklich nur empfehlen, nicht nur Jugendlichen, sondern wirklich jeder Altersspanne, die sich ja, mit diesem Thema beschäftigen möchte und hier eine rasante, tolle Geschichte erzählt bekommen möchte und vielleicht auch noch irgendwie einen coolen Buchschnitt haben möchte. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es cool finde, ob ich das öfter mal brauche, aber auch so ist das Buch ja vom Cover her wirklich ein absolutes Highlight. Ja, und das waren jetzt die 2,5 Bücher der Woche. Insgesamt bin ich jetzt, glaube ich, im Februar auf 17 Bücher gekommen. Also tatsächlich ein sehr guter Monat, auch wenn ich, glaube ich, 5 Bücher abgebrochen habe. Aber ja, auch das gehört natürlich irgendwie dazu und findet ja dann auch in der Statistik seinen Platz. Ansonsten ging es weiter mit The Walking Dead. Ich habe auch die zweite Staffel beendet, bin jetzt in der dritten Staffel. Ursprünglich bin ich ja, glaube ich, mal bis Staffel 7 gekommen und dann habe ich ja abgebrochen. Mal gucken, wie weit es dann geht. Allerdings war das am Wochenende für mich dann nichts mehr, wo ich reinschauen wollte, weil mir einfach die Brutalität in der Realität zu nah war, als dass ich mich da noch in Fiktion darauf hätte stürzen können. Und dann habe ich Harry Potter 1 und 2 geschaut. Ja, ich habe tatsächlich einen Moment überlegt, nachdem ich mit dem Captain Blaubeer fertig war, Mensch, hörst du einfach mal wieder das Hörbuch? Aber nein, Harry Potter ist dieses Jahr nicht als Reread angedacht, habe ich ja erst im letzten Jahr gehört. Es stehen ein, zwei andere Bücher auf der Liste, die gereadet werden, unter anderem zum Beispiel Elias und Laia, weil ja endlich der vierte Teil kommt, ich den dritten noch nicht kenne, aber Band 1 und 2 super gefeiert habe und dementsprechend möchte ich da den Reread starten und ich habe für Harry Potter keine Zeit, ich muss mir das ganz oft einreden und wirklich überzeugend mich davon oder mich selbst davon überzeugen, dass das nicht passt, aber ich habe ja die beiden Filme angeschaut, ich habe das sehr genossen, einfach so abzutauchen, für mich ist das immer wieder nach Hause kommen und ja, wir haben ja auch noch Herr der Ringe vor uns, zumindest Teil 2 und 3 und auch das werden wir, denke ich, jetzt in den nächsten Tagen dann immer ein bisschen weiterschauen. Zudem geht es jetzt in der Woche für mich auch in The Batman, das heißt, da kann ich dann definitiv auch in der nächsten Bücherwoche ein bisschen was erzählen, aber mir tat Harry Potter sehr, sehr gut in Anbetracht all dessen, was irgendwie auf der Welt so los ist und ja, was einen da auch manchmal einfach so ein bisschen einholt und dann ist das ganz schön, einfach so abzutauchen und ja, das einfach genießen zu können. Und ja, ich glaube, das war es soweit zur Bücherwoche. Stürme waren vorbei. Es wurde sogar am Sonntag, glaube ich, noch sehr sonnig, wenn auch ein bisschen windig. Aber da haben wir so ein bisschen Frühlingsgeschmack bekommen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, auch heute scheint die Sonne. Und ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen bleibt und dann nur noch ein bisschen wärmer wird. Weil aktuell ist, glaube ich, doch noch relativ kalt mit 0 bis 3 Grad. Aber blauer Himmel und Sonne und schon geht es mir definitiv auch ein bisschen besser oder ein bisschen mehr besser. Ja, da blühe ich dann ja auf, wenn die Sonne scheint. Ja, dann ich altes Sonnenkind, da geht es mir dann gut. Ja, das war's zu meiner Bücherwoche. Erzählt mir doch gerne, was ihr so ein bisschen zuletzt gelesen habt, was vielleicht auch euer Highlight im Februar war, jetzt wo wir im März angekommen sind. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.